Populismus, ganz schwieriges Thema. Ist es eine Ideologie, eine Strategie oder doch nur eine Kommunikationsform? Kann eigentlich jeder ein Populist sein? Sind es alle Politiker, die sich auf das Volk berufen? Sind das automatisch Populisten? Dann wären es ziemlich viele und das würde diesen Begriff natürlich sehr überdehnen. Oder ist der Populismus doch ein Chamäleon, der sich an Gegebenheiten anpassen kann? Die Frage bezüglich der Ideologie und was für Merkmale es im Populismus so gibt, das schauen wir uns heute mal an. Hallo und guten Tag hier bei Policy, Polity, Politics. Ich bin Benny und in dem Video heute schauen wir uns mal den Populismusbegriff an. Der Begriff ist ja in Forschung und auch im Journalismus ziemlich umstritten. Wann ist es okay, jemanden einen Populisten zu nennen, wann nicht? Wo sind da die Schwellen? Was gibt es für Konturen? Gerade auch die Frage, ist es eine Ideologie oder eben nicht? Was ich auch eben schon angesprochen habe, ist ziemlich umstritten. So eine allgemeingültige Populismusdefinition gibt es demnach natürlich auch nicht. Es gibt aber dennoch einige Forscherinnen und Forscher, die sich mit der Frage beschäftigen. So im europäischen Raum sind das vor allem Karin Priester, Chantal Mouffe, Frank Decker, Jan-Werner Müller oder Cas Mudde, um jetzt nur mal eine Auswahl zu nennen. Und auch auf Basis so dieser Erkenntnisse schauen wir uns den Begriff jetzt mal an. Auch in diesem Video soll es nicht darum gehen, den Populismus zu definieren oder das Wesen des Populismus herauszufinden. Vielmehr geht es darum, sich dem Begriff anzunähern und so ein bisschen versuchen, die Konturen zu schärfen. Das würde ich gerne in zwei Teilen machen. Einmal die Ideologiefrage, ist es jetzt, wie schon angesprochen, eine Ideologie, ist es eine Kommunikationsform oder was sonst? Und im zweiten Teil geht es eben um gewisse Merkmale des Populismus. Da sollen einzelne Merkmale vorgestellt werden und so ein bisschen analysiert werden. Karin Priester findet, dass der Populismusbegriff, dadurch, dass man ihn völlig von Inhalten entbindet, überdehnt wird. Dass der Populismusbegriff ein politisches, liberal-konservatives Syndrom ist und dass es falsch wäre zu sagen, dass es eben eine reine Kommunikationsform oder eine reine Strategie ist. Ziemlich anschaulich wird ihre Position auch, indem sie sagt, dass es analytisch sehr unscharf wäre, Regime wie die von Castro, Hitler, Thatcher oder Reagan, um nur einige zu nennen, einfach in einen Topf zu schmeißen und sie alle als Populisten zu bezeichnen, nur weil sie sich aufs Volk berufen. Gleichzeitig führt sie aber auch an, dass der Populismus eben keine Hochideologie ist, wie also der Sozialismus oder der Liberalismus. Dazu sagt sie, dass es zwar Wesensmerkmale gibt, wie zum Beispiel ein Menschenbild und eine Vorstellung, wie Gesellschaft funktionieren soll, dass das aber noch nicht ausreicht, um eben als vollständige große Ideologie bezeichnet zu werden. Das war jetzt so in aller Kürze zusammengefasst ein paar wichtige Themen, die sie anspricht. Abschließend könnte man sagen, dass sie Populismus nicht als bloße Kommunikationsform sieht, die man an andere Ideologien wie den Liberalismus oder den Sozialismus anschließen kann, sondern dass er sich immer um Kernthemen dreht, wie Gerechtigkeit, Tradition oder Selbstbestimmung. Und dass sich diese Kernthemen nicht einfach lösen lassen vom Populismusbegriff. Zusätzlich sagt sie auch, dass der Populismus kein Relationsbegriff ist, der sich einfach nur dann in trennscharfen Konturen ergibt, wenn der Populist auch einen Gegner hat, sondern dass es eben durch diese Themen auch Inhalte des Populismus gibt. Diese Themen sind aber eben nicht so stark und nicht so umfassend ausgeprägt wie in anderen Ideologien, sodass man sagen kann, dass diese Kernthemen im Populismus eben flexibler angewendet werden können. Jan-Werner Müller, der vor allem durch sein Buch Was ist Populismus? Ein Essay für Aufsehen gesorgt hat, unterscheidet sich in ein paar Punkten von den Ansichten Karin Priesters. So sagt er zum Beispiel, dass der Populismus stets einen Volksbegriff propagiert, und zwar ein homogenes, reines Volk, dem eine parasitäre, korrupte Elite gegenübergestellt wird. Da haben wir also zwei Begriffspaare, die sich so polarisierend gegenüberstehen. Zudem sagt er, dass Populismus stets anti-elitär ist. Dort wird ihm in der Forschung auch weitgehend zugestimmt. Da gibt es, soweit ich weiß, wenig Gegenstimmen. Er sagt aber auch, dass Voraussetzung für Populismus ein Anti-Pluralismus ist. Und da ist es so, dass einige Forscher sagen, dass das den Begriff vielleicht ein bisschen zu eng fasst, weil dann viele Akteure, die man sonst als populistisch bezeichnen würde, eben aus dieser Definition rausfallen würden.
Bezüglich der Ideologiefrage gibt es dort schon Übereinstimmungen und Jan-Werner Müller sagt auch, dass der Populismus keine umfassende Ideologie ist und sieht im Populismus eine Politikvorstellung, wo halt besonders diese Begriffe des Anti-Elitären und eine starke Polarisierung entscheidend ist. Nach diesen kurzen Anführungen zum Thema Ideologie, die natürlich nicht ansatzweise diese Diskussion abbilden können, jetzt noch einige Merkmale, die man populistischen Akteuren zuschreiben kann. Karin Priester zum Beispiel sieht das populistische Leitmotiv in dem Propagieren der individuellen Selbstbestimmung auf quasi allen Lebensbereichen. Das zielt natürlich auch ganz klar gegen Parlamente ab, vor allem auch supranationale Parlamente werden durch Populisten stark kritisiert, weil eben gesagt wird, das ist keine freie Selbstbestimmung, das ist so ein Meinungsdiktat, das kommt von oben, die da oben, wir da unten. Populisten nehmen an dieser Stelle nämlich so einen Blick von unten ein und behaupten eben den Volkswillen a priori, also bevor der überhaupt ja, offiziell oder wie auch immer artikuliert wurde, geben sie an, diesen Volkswillen bereits zu kennen. Um das Ganze jetzt so ein bisschen bezüglich der Merkmale strukturiert zu machen, würde ich gerne auf zwei Dinge eingehen. Da kann man natürlich auch wieder viel drüber reden, was nimmt man da, was nicht, aber ich finde zwei Dinge sind besonders entscheidend. Und das ist einmal Populismus und Dichotomie und das andere ist Populismus und der Volksbegriff. Fangen wir mal mit Populismus und Dichotomie an. Dichotomie bezeichnet immer so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also es gibt Gut und Böse, Falsch und Richtig. Was verloren geht in diesem Schwarz-Weiß-Denken sind eben, wie es der Name auch schon toll sagt, diese Graustufen dazwischen. Dass man beispielsweise sagen könnte, ein bestimmter Sachverhalt ist an sich richtig, es gibt aber Teile da drin, die vielleicht falsch sind. Durch dieses extreme Schwarz-Weiß-Denken ist es natürlich so, dass so eine Debatte sehr schwierig wird. Weil wenn alles entweder falsch oder richtig ist, dann ist es ja kaum möglich, Argumente des anderen in seine Bewertung einfließen zu lassen und dann zu schauen, wo gibt es Kompromisse, wo gibt es Zwischenwege. Es ist halt so, dass aufgrund von moralisierenden, wertenden Annahmen so dieses emotionale, moralisierende Falsch und Richtig sehr stark besteht. Beispiele für solche Debatten, für solche Begriffspaare ist vor allem Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung, wie ich das gesagt habe, Bevormundung der Eliten versus Selbstbestimmung des Volkes und so Sachen wie Wahrheit und Heuchelei. Das, was wir sagen, ist die Wahrheit, diese anderen Stimmen, das sind Lügen, das ist Heuchelei. Weitere Sachen, auch besonders in dieser Debatte um Migration sehr stark, ist dieses Begriffspaar Überfremdung versus Tradition. Kommen Menschen, die uns von, also laut den Populisten eben fremd sind, dann kommt es zu einer Überfremdung und unsere Tradition geht verloren. Wir werden überfremdet. Das sind so Beispiele für so typische Begriffspaare, wo dieses dichotome Denken sehr deutlich wird. Der große andere Themenblock, den ich hier gern vorstellen möchte, ist eben Populismus und das Volk. Populismus und der Volksbegriff. Denn Populisten benutzen für einen sehr großen Teil ihrer politischen Agenda eben den Volksbegriff und berufen sich auf das Volk. Da es aber relativ schwierig ist, jetzt zu sagen, was ist eigentlich das Volk, wer gehört dazu, wer nicht, kann man eigentlich kaum fassen, ist es so, dass Populisten sich einfach ihr eigenes Volk erschaffen und sagen, dass das Volk eine homogene, weitsichtige, hart arbeitende Gruppe ist mit einem Gemeinwillen. Ja, ein homogenes Volk mit einem Gemeinwillen. Und Populisten schreiben sich dann zu, diesen Gemeinwillen eben zu kennen. Und zwar ohne das Volk eigentlich befragen zu müssen. Sie kennen das Volk, sie wissen, was das Volk möchte. Das Einzige, was das Volk jetzt noch braucht, ist eben ein Sprachrohr, um diesen gemeinen Volkswillen eben in die Parlamente oder in sonstige Institutionen zu tragen. Und da kommen eben die Populisten ins Spiel, die sagen, wir sind das Sprachrohr, wir wissen, was ihr, das Volk, wollt. Und wir können das eben ins politische System artikulieren. Des Weiteren ist es so, dass die Populisten behaupten, dass eben nur sie das können. Also es gibt einen Alleinvertretungsanspruch. Es ist nicht so, dass Populisten sagen würden, wir wissen, was das Volk will, aber die andere Partei weiß das ja auch und darum können wir das ja auch irgendwie zusammen machen. Erstmal ist es so, dass davon ausgegangen wird, dass eben nur dieser populistische Akteur, diese populistische Partei eben weiß,
was das Volk will und selber nur dazu in der Lage ist, als Sprachrohr diesen Gemeinwillen des homogenen Volkes in Institutionen zu tragen. Was noch ganz interessant ist, ist, dass dieses eben beschriebene, fiktiv erschaffene Volk, das ja als homogen und vor allem als gut artikuliert wird, auch gleichzeitig in eine Opferrolle gebracht wird. Und es ist so, dass dieses eigentlich gute Volk doch immer ein bisschen einem Bedrohungsszenario gegenübersteht. Das Bedrohungsszenario kann halt dadurch entstehen, durch politische Eliten, die dieses Volk schlechter behandeln, als es eigentlich verdient hat, oder eben durch andere Faktoren wie Migration oder Globalisierung, sodass es dem Volk eigentlich immer schlechter geht, als es eigentlich verdient hätte. Und Populisten diese Gefahr, sei es durch Migration, Globalisierung oder das politische System, dass Populisten diese Gefahr eben bändigen können und dass es dazu führen würde, dass es dem Volk dann eben wieder besser geht, und zwar so gut, wie es das gute, homogene Volk eben auch verdient hat. Bei dieser ganzen Geschichte zum Thema Volk, Volksbegriff und fiktives Volk finde ich auch noch ganz interessant, dass da immer noch so eine zeitliche Dimension mit reinkommt, in dem gesagt wird, dass es früher besser war, dass es früher das Volk zu der Zeit, dass es dem dort besser ging, dass da diese Bedrohung nicht da war, diese Bedrohung durch das politische System, durch Migration, Globalisierung oder sonst was, früher war alles besser. Das bezeichnet man auch als Heartland, also als eine unbestimmte Volksgruppe zu einer unbestimmten Zeit, aber da war es auf jeden Fall besser. Das soll es erstmal jetzt gewesen sein zum Thema Populismus. Weites Feld, kann man viel drüber sagen. Ein paar Dinge habe ich aufgegriffen, viele natürlich nicht. Ich hoffe, es hat trotzdem so ein bisschen vielleicht informativ dazu beigetragen, sich diesen Begriff so ein bisschen anzunähern. Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Like und Abo freut uns auf jeden Fall. Können wir so ein bisschen schauen, wie das ankommt und uns auch weiterentwickeln. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.